So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlachtfeldbegehung. Heute schauen wir uns einen Luftschutzbunker an. Und hier sehen wir schon den Eingang. So. Am besten wieder zuziehen in der Reihenfolge. Schaut euch das mal an. Jetzt wisst ihr, warum der Bunker 1000 Stufen heißt, oder? Also in den Fachkreisen nennt sich oder heißt der Bunker der 1000 Stufen oder Treppen, weil es halt hier gefühlt unendlich bergab geht. Aber es sind natürlich keine 1000 Stufen. Der Hohlgang ist ausgespritzt mit Spritzbeton. Sekunde. Boah, das geht sogar noch weiter, Leute. Schaut euch das mal an. Das sind wir jetzt schon gelaufen. Und es geht hier sogar noch weiter. Heftig. Geht noch weiter runter. Hier haben wir eine alte Kette. Komplett verrostet. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass es noch weiter runter geht. Ich glaube, jetzt haben wir das Ende erreicht. Muss ich wirklich jetzt schon konzentrieren? Wow. Leute, schaut euch das mal an. Ich mach mal ein bisschen heller. Riesig. Boah, hier sind überall Ketten. Ah, hier ist das Ende eines Stollens. Wird ein Abfluss gewesen sein. Noch ein alter Haken. Also im Falle eines Falles kann man hier auf jeden Fall gut Deckung finden. Oh, da hinten geht es noch weiter. Was ist das denn hier? Das Ende. Und hier geht es sogar noch weiter. Hier war eine Ausbuchtung. Vielleicht für ein Telefon. Und das sind alte
oder Lüftungsrohre, damit die Anlage auch gut bewettert ist. Mal gucken, wo wir herauskommen. Oh, alles voller Spinnen. Ende. Riesig. Wo wir da noch hinkommen. Aber das mit den Treppen, das war schon imposant. Das ist wahrscheinlich ein Blindstollen. Genau. Hier auch. Scheint mir schon fast nur ein Lager gewesen zu sein. Aber hier waren auf jeden Fall Menschen untergebracht, die in der angrenzenden Fabrik gearbeitet haben. Und da sieht man das tatsächliche Alter anhand der Stalaktiten. Ganz fragil. So, hier ist Ende. Und da dürfte. Ne, es geht noch weiter. Das ist ein richtiges Labyrinth. Hier ist Ende. Und hier ist noch mal ein Eingang. Heftig. So, kurze Folge Schlachtfeldbegehung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein wenig gefallen. Relikte der Vergangenheit. Egal welcher Couleur, interessieren uns ja immer. Und auch solche Anlagen, wenn man weiß, dass die auf sind, sollte man sich die anschauen. Und ich habe mir ja zum Ziel gemacht, euch diese Anlagen dann auch zu zeigen auf Social Media. Und ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Ich bin jetzt raus. Euer Random Life.